Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Edition der BIM-Sync-Webinar-Reihe von Katenda. Das Thema heute ist BCF, der BIM Collaboration Format. Spannendes Thema und ja, das ist ein bisschen, sag mal, auf der theoretischen Seite, aber ich werde versuchen, das auch anhand von ein paar Beispielen plakativ das auch zu zeigen, beziehungsweise eine kleine Demo noch dazu zu machen. Also das Webinar heute dauert ca. Ja, 25 Minuten. Benjamin Adjemann ist mein Name und ich habe heute die Ehre, als Referent hier diesen Vortrag zu präsentieren. Wir reden heute über ein offenes Format und wie wir mittlerweile auch wissen, beziehungsweise wie es mittlerweile bekannt ist, setzt Katenda auf offene Formate wie BCF und EFC. Weil nur über, sagen wir, Offenheit kann die Bauindustrie effizienter und innovativer werden. Und das hilft uns dann letzten Endes. Lassen wir kurz über die Agenda für heute drüber fliegen, beziehungsweise anschauen. Und zwar heute werden wir sehen, was werde ich ja versuchen zu erklären, was ein BCF ist, wie das funktioniert, wie ich das persönlich verwende, also anhand von ein paar Beispiel-Workflows und wie BCF eure BIM-Workflows unterstützen können. Wir werden auch sehen, wie fortgeschritten die Integration ist von BCF in Modellierungssoftwaren und Kollisionsprüfungssoftware, natürlich dann mit ein paar Beispielen. Es ist ja so, wenn man über BCF redet, dann muss man auch ein bisschen dann über EFC dann reden, weil die zwei Formate gehen natürlich Hand in Hand. Die sind zwei offene Formate von Building Smart und die unterstützen natürlich die OpenBIM-Methode. EFC hat sich ja als Austauschformat durchgesetzt, also als offener Austauschformat durchgesetzt. Da es unbedingt notwendig war, ein Standardformat zu haben, das von allen BIM-Autoren-Softwaren unterstützt wird. Somit ist natürlich ein Austausch zwischen Planer gewährleistet. Man hat aber schnell bemerkt, dass Modelle hin und her zu schicken, beziehungsweise zu versenden, relativ schwer war. Vor allem, dass die Modelle natürlich eine gewisse Größe haben und dass da auch was gefehlt hat. Man wollte ja modellbasierte Anfragen oder Anmerkungen erstellen und diese schnell an bestimmte Personen im Projekt versenden und zwar so unkompliziert und so easy wie möglich. Es kommt natürlich daher, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich eine Anfrage habe, eine Anmerkung, ein Modell habe, diese schweren Modelle exportieren und dann, sagen wir mal, müssen einfach wahrscheinlich gesippt werden und dann per E-Mail oder über irgendeinen Server dann an jemanden schicken. Das heißt, die Antwort für dieses Problem war letzten Endes das BCF-Format. Ich habe eine ganz einfache Erklärung, was BCF bedeutet. Ich fange dann immer von hinten an. Und zwar, ich sage, es ist ein Format, was die Kollaboration in der BIM-Methode unterstützt. Also, als ich quasi diese Präsentation vorbereitet habe, habe ich online ein bisschen recherchiert und geguckt, was sind überhaupt die Definitionen im Internet. Folgende Definition habe ich dann online gefunden. Zum Beispiel BCF ist ein strukturiertes Datenformat, das sich für die Issue-Verfolgung mit einem BIM-Modell eignet. Ich werde jetzt nicht durch alle Definitionen durchgehen. Ich wollte nur auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar, wie man hier sieht, diese ganze Definition haben Gemeinsamkeit. Für mich sind die eigentlich alle richtig, ist keine falsch. Und ich wollte nur identifizieren, was dann immer vorkommt. Und zwar, ich habe jetzt gelb markiert, dieses Format eigentlich macht oder was dieses Format auszeichnet. Issue-Verfolgung.
Kommunikation, sieht man hier, Kommunikation, verfolgen, identifizieren. Das heißt, ich habe dann selber mal überlegt, wie sieht dann meine Definition aus? Ein offenes Format, das die modellbasierte Kommunikation von Issues zwischen verschiedenen BIM-Anwendungen erleichtert, ohne dass jedes Mal die ganze BIM-Modelle übergeben werden müssen. Wie man sieht nochmal, Kommunikation spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dieser Satz sogar jetzt modellbasiert, mittlerweile kann man das auch anhand von PDFs machen, aber das sieht man vielleicht später anhand von einem Beispiel. Was beinhaltet PCF? Also dieses reine Format beinhaltet Information und diese Information ist in Form einer Beschreibung, der Autor, an wem habe ich das quasi zugewiesen, Status von dem Issue, Issue-Typ, Fälligkeitsdatum. Sehr wichtig ist natürlich auch diese Global Unique ID, weil damit ist quasi diese Issue dann eindeutig. Diese Issue ist quasi das gleiche Issue, egal wo man das quasi anguckt. Es beinhaltet ja, visuelle Sachen wie Bilder in Form von Viewpoints, also die EFC-Koordinaten werden natürlich da auch mit drin gespeichert. Die Snapshots oder Screenshots sind da drin, Anmerkungen, die ich quasi anhand von einer Skizze oder so auf diese Screenshots dann mache, ist auch mit da drin. Es beinhaltet auch Referenzen, zu den 3D-Modellen, also welche Modell quasi wird benutzt, um diese Issue zu erstellen. Das gleiche gilt selbstverständlich auch für die Objekte, also das heißt, die Objekte, also die Global IDs von diesen Objekten werden auch als Referenz dann gespeichert. Damit, wenn ich diese Issue oder diese BCF in eine andere Autorensoftware oder eine andere Kollisionsprüfungssoftware aufmache, dass das System weiß, welche Objekte angezeigt werden müsste. Man kann auch Referenzen zu Dokumenten haben, man kann auch Referenzen zu anderen Issues haben. Und es verfolgt natürlich auch die Kommunikation, also Korrespondenzen, Kommentare, was man zu den Issues dann reinschreibt, wird alles auch mit dokumentiert. Und dann haben wir auf einer Seite auch die Dokumentation, das heißt, alle Änderungen zu dieser Issue werden dokumentiert, Ergänzungen, wer hat was gemacht, also wer, was, wann, ist alles mit da drin. So, das beschreibt dann die Inhalte von einer BCF und dieses Ganze als ein XML-Format gespeichert, hat man eigentlich dann BCF. Diese Inhalte, man wird sich vielleicht wundern, wie sieht das dann aus? Wie sehe ich dann die Informationen? Was sind die Bilder und so weiter? Deswegen habe ich jetzt anhand von Beispiel aus BIMSync, wollte ich nur zeigen, wo die Informationen zum Beispiel drin sind. Da sieht man zum Beispiel, an wem diese Issue zugewiesen ist, wer hat das quasi angefordert, Meilenstein ist auch da drin, beziehungsweise Fälligkeitsdatum, Status, Typ und so weiter. Dann hat man hier den Screenshot von dem Issue, das heißt, ich kann diese Issue dann auch im Modell dann relativ schnell lokalisieren. Und ich habe da auch die Referenzen zu den Objekten, also auf einer Seite habe ich hier die Modelle, da sind zwei Modelle zusammengekommen, um diese Issue dann zu erstellen. Und hier sind dann zwei Elemente, also die Tür und die Leitung, die hier vorbeiläuft. Und dann gibt es selbstverständlich dann hier die Kommunikation, alle Kommentare zu diesen Issues. Und dann gibt es die Dokumentation, was als eine Historie dann hier dann gezeigt wird oder gezeigt werden könnte. Wie funktioniert quasi BCF? Ich habe hier eine ganz simple Workflow aufgeziert und werden einfach mal durchgehen. Und zwar, was passiert eigentlich? Ich arbeite in meinem Modell und stelle fest, dass ich ein paar Stellen jetzt hier identifiziert habe und diese Stellen will ich entweder an eine weitere Plane kommunizieren oder ich will das intern kommunizieren. Das heißt, ich erstelle aus dieser Stelle eine Issue.
Diese kann ich an jemanden zuweisen, beziehungsweise versenden. Also, und diese Person kann dann diese Anfrage oder Anmerkung oder wie auch immer prüfen, gegebenenfalls lösen. Und nachdem diese gelöst ist, geht dann nochmal der Ersteller hin, schaut sich diese gelöste Stelle an. Entweder sage ich, gut, es ist in Ordnung, bestätigen und freigeben. Issue wird damit dann quasi abgeschlossen. Oder ich sage, nee, das ist nicht so meine Zufriedenheit. Ich möchte diese Issue ablehnen, weil das ist nicht gelöst, meiner Meinung nach. Und somit reaktiviere quasi diese Issue. Das heißt, diese Issue geht dann zurück hier, damit es neu geprüft und gelöst wird. Gut, ich werde sagen, generell gibt es zwei Arten von BCF-Workflows. Es gibt eine dateibasierte Workflow, also eine dateibasierte Issue-Management. Das heißt, ich arbeite in meiner Software, sei es Revit, Solipri oder Navisworks, auch immer, erstelle quasi meine Issues von den Punkten, die ich quasi identifiziert habe, beziehungsweise die Punkten, die ich an jemanden schicken will. Und wenn ich fertig bin, speichere ich das als Datei, also als eine BCF-Datei, und ich verschicke das dann per E-Mail oder wie auch immer. Der zweite ist über eine BCF-Server, also eine Cloud-Server, wie zum Beispiel BIMSync. Diese bedeutet dann, dass meine Software eine direkte Anbindung an BIMSync dann hat. Das heißt, BIMSync kommuniziert dann direkt mit meiner Software. Die Issues werden dann direkt hochgeladen. Bedeutet natürlich, dass diese Issues nur einmal immer gibt, egal wer die quasi herunterlädt. 10 Leute können gleichzeitig quasi Issues abarbeiten, ohne dass man die Issues multipliziert, beziehungsweise dass die Issues dann redundant werden. Also von daher rate ich eigentlich von dem ersten Workflow ab, weil irgendwann, insbesondere bei mittel- bis größeren Projekten, werden die Issue-Verfolgung sehr schwierig oder gar nicht mehr möglich. Weil jedes Mal, wenn man quasi die Issues rausschicke, werden die quasi multipliziert. Und manchmal kriegt man die gar nicht mehr zurück. Und wenn man die zurückkriege, muss man die wieder zusammenführen und kostet dann viel Zeit. Von daher, die cloud-basierte Lösung ist eigentlich die eleganteste und auch effektivste. Der nächste Punkt ist quasi die Verwendung und Integration von BCF. Jetzt gehen wir werden wir gleich ein bisschen warm und gehen dann Richtung Live-Demo, wo wir auch dann anhand von ein paar kleinen Beispielen sehen, wie so ein Workflow dann in Realität aussehen könnte und wie die Integration quasi ist zu verschiedenen Software. Ich glaube, ich werde dann kurz mal zeigen, Revit, Navisworks und Solipri, damit man dann einmal gesehen hat, wie das so funktioniert. Vielleicht bekommen Sie dann eine Idee, wie Sie BCF in Ihr Unternehmen dann verwenden können, weil das ist echt eine Erleichterung. Gut, in dieser Live-Demo werden wir mit Hilfe von BIMSync als BCF-Server eine Verbindung, wie ich vorher schon gesagt habe, zu Revit, Navisworks und Solipri herstellen. Und wir werden Issues erstellen und zuweisen. Damit man mit den Issues dann arbeiten kann, beziehungsweise Issues erstellen, müssen wir erstmal Revit mit einem BCF-Server verlinken, in diesem Fall BIMSync. Und zwar über Zusatzmodule kann ich hier auf BIMSync gehen und mich mal einloggen. Nach dieser Einloggen werden wir dann gefragt, ob wir diesen Zugriff dann erlauben wollen. Dann landet man quasi direkt auf BIMSync. Wir gehen aber zurück in Revit und sehen sofort alle, also Issues, die mit einem bestimmten Projekt quasi auf BIMSync abgelegt sind. Hier sehen wir verschiedene Issue-Boards. Wir bleiben erstmal hier drin. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf diese Issue dann drauf gehe und sage, der soll mir das anzeigen, dann
kriege ich in Revit diese Issue dann angezeigt. Ich kann hier natürlich einen Kommentar hinzufügen. Wir machen das mal Webinar Test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann passen wir das noch an. Webinar Test einreichen. Und ich kann auch hier dann diese Issue auf gelöst stellen und gegebenenfalls auch an jemand anders dann zuweisen. Diese Issue ist selbstverständlich dann auch auf diesem Projektserver bzw. WCF-Server, in diesem Fall beim Sync. Und ich klicke mal jetzt auf das Projekt, gehe dann mal bei den Aufgaben rein, Issue Webinar und refresh das kurz. Und wir sehen, vor einer Minute wurde hier an dieser Issue was gemacht. Das ist quasi, was wir gerade reingeschrieben haben, diese Webinar-Test 1, 2, 3. Diese Issue kann ich selbstverständlich auch auf dem Sync dann angucken. Beziehungsweise hier könnte ich auch, warte, wir machen jetzt mal eine Ansicht, könnte ich auch mehrere Modelle dazu holen, um diese Issue dann besser betrachten zu können. Das ist einmal für Revit. Das gleiche gilt selbstverständlich auch für Solibri. Hier haben wir quasi das gleiche Modell. Ich muss dann über diese PCF-Connector das mal die neue Verbindung dann schaffen, indem ich hier dann sage, dem Sync, Name. Name ist dann Webinar Deutsch. Wir wollen dann auf ein bestimmtes Projekt auf BIMSync zugreifen. Von daher gehen wir auf diese Issue Board und kopieren dann diese URL. Diese fügen wir dann hier ein und sagen authentifizieren. Hier sieht man Zugriff erlauben. Jetzt gehen wir hier erfolgreich verbunden. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir alle Issue Boards. Wir gehen wieder auf Webinar und starten die Synchronisation. Hier sehe ich jetzt alle Issues, die auf dieser Issue Board platziert sind. Und wir können vielleicht mal hier gucken. Für diese Issue haben wir eben einen Kommentar abgegeben in Revit. Wie man sieht, kann man diese Issue auch 1:1 hier in Solibri mal angucken, die Schnittebene ändern und so weiter. Das heißt, man sieht ja, wie die zwei Systeme quasi miteinander dann dynamisch verlinken, um diese Bidirektionalität gewährleisten. Jetzt könnte ich sogar hingehen und sagen, ich erstelle mal hier eine Issue. Wir lassen mal alles darstellen. Machen wir hier Schnitt durch. Vielleicht wollen wir hier mal was anzeigen und sagen, neues Problem. Webinar Test Deutsch und geben das dann, eigentlich brauchen wir ja erstmal gar nichts zu machen, man sieht ja schon, wie das da funktioniert, und wir schicken dann diese Issue hier hoch, Problem importieren, ausgewählte Problem, okay, offen bedeutet hier aktiv, okay, als bereit markieren. Diese Issue sieht man dann hier. Und können natürlich hier selbstverständlich das mal zum Beispiel jemand zuweisen, oder wir können das auf In Progress dann stellen und lassen das im Modell angucken. Das heißt, dieser Blickpunkt haben wir quasi hier. Gut, das gleiche gilt selbstverständlich auch für Navisworks. Das heißt, hier bin ich in Navisworks, ich muss mich erstmal einloggen.
Jetzt habe ich mich eingeloggt, Zugriff nochmal erlauben. Und wenn ich jetzt hier zurück auf die Issue Boards gehe, Webinar Issues, diese Issue, die gerade erstellt ist, beziehungsweise hier kann ich dann Doppelklick drauf gehen und habe dann die Möglichkeit, diese Issue auch in NervousWorks anzugucken. So, wie man sieht, egal in welchem Programm ich arbeite, kann ich Issues abrufen. Und das ist natürlich Sinn der Sache, weil jeder Planer in seinem eigenen Programm dann arbeitet, beziehungsweise Issues erstelle und die dann letztendlich zu verteilen. Gut, wie man sieht, da gibt's, es gibt ja diese Bidirektionalität zwischen BCS-Server und verschiedene Software, sei es eine Autorensoftware oder eine Kollisionsprüfungssoftware. Und dadurch ist eigentlich eine sehr transparente Bearbeitung von Issues gewährleistet. Eine Sache will ich noch kurz mal zeigen. Und zwar, ich habe vorher erwähnt, dass man auch Issues basierend auf 2D-PDFs dann erstellen kann. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf irgendeine Grundriss dann drauf gehe, sagen wir hier, habe ich die Möglichkeit, hier zum Beispiel mich anzuzoomen und hier zum Beispiel eine Bereich zu markieren. Ich also habe einen Stempel. Beziehungsweise wir sagen, dieser Stempel ist noch approved und könnten natürlich hier Text irgendwas mal einschreiben und diese kann ich als Issue dann speichern. Webinar Test 3. Ich werde hier nichts ausfüllen, ich reiche das einfach so mal ein. Und jetzt sieht man hier diese Issue auf eine Dokument, und zwar die basiert auf BCF. Diese kann ich sogar auf Solibri angucken, und wie man hier sieht, T3, habe ich hier, also es gibt natürlich keine Modellverlinkung, aber ich habe hier diese Tags und könnte gegebenenfalls auch das kommentieren. Gut. Das war es eigentlich schon für diese Live-Demo. Falls man sich diese Workflows im Detail mal angucken wollen, gibt es auch die Webinars, wo diese ausführlich dann erklärt worden ist. Und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Jetzt haben wir das bald oder fast geschafft. Wir sind fast am Ende unseres Webinars. Und möchte einfach ein paar Vorteile von BCF mal erwähnen. Und zwar BCF als offenes Format wird von allen BIM-Anwendungen unterstützt. Das heißt, es ist mir komplett überlassen, welche BIM-Software ich verwenden will. Ich werde nicht gezwungen, eine bestimmte zu verwenden, sondern ich kann mir das aussuchen, beziehungsweise ich kann die Software verwenden, die ich am besten kann. BCF ermöglicht eine transparente Verfolgung von Issues für alle Projektbeteiligten sozusagen. Ich kann die Issue-Daten natürlich in einem Projekt analysieren, anhand von Power BI und so weiter. Durch die Global Unique ID wird Redundanzen dann vermieden. Die Dateigröße ist so klein, dass ich überhaupt keine Hemmung habe, das zu versenden. Also die BCS sind so minimal, das ist fast noch nicht mal die Rede wert. Funktioniert für Modelle, wie man auch gesehen hat, sowie Dokumente. Ich kann webbasiert, natürlich wenn ich einen BCF-Server habe, die Issues anschauen, beurteilen, gegebenenfalls Kommentare ergänzen und so weiter. Ich kann auch Issues dann erstellen, webbasiert. Das heißt, ich muss gar nicht eine Autorensoftware haben oder eine Autorensoftware können. Ich kann einfach anhand von BCS-Server online Issues erstellen und zuweisen, beziehungsweise Planungsanfragen erstellen und zuweisen. Also durch einen BCS-Server hat man dann dieses sogenannte Single Source of Truth.
Jetzt sind wir schon zu Ende. Die Zeit, ich glaube, ist relativ schnell vorbeigeflogen. Ich möchte mich bedanken für Ihre Zeit und Ihr Interesse an unserem Webinar. Falls Sie weiter Informationen über BIM-Sync bekommen wollen, können Sie auf katenda.com kurz vorbeischauen. Und wir haben auch weitere Webinars bzw. Tutorials auf YouTube, auf dem Channel BIM-Sync bei Katenda. Und falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder Interesse haben, BIM-Sync in irgendeinem Projekt zu nutzen, können Sie auch gerne mich direkt kontaktieren oder csa@katenda.com. Und auch Anmerkungen zu Webinar, Fragen zu BCF, selbstverständlich geht es auch. Gut, dann danke und bis demnächst. Tschüss.